Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück nochmal zu Monster Sanctuary, wo wir erstmal gegen zwei Cthulhus kämpfen. Mit Windschwäche. Okay. Schwinn, Sunny und Cypher. Ihr müsst das regeln können. Vor allem, wenn ich Kraft drauf packe. So, Luftsicher brauche ich gleich. Feuerball hebe ich mir noch auf. Dann kümmere ich mich. Ich kümmere mich erstmal um den Healer. Der muss auf jeden Fall weg. Ich meine, dass er healen konnte. Wow, du kannst ja überhaupt nicht treffen. Okay, mit einem Feuerball kann ich den jetzt killen. Hat die Combo jetzt aber nicht so sehr hoch gehauen. So, ich mache jetzt erst die Luftsichel auf den. Und hau dann noch mit dem Bedersturm drauf. Eigentlich kann ich Cypher jetzt schon wieder austauschen, weil jetzt ist er absolut unnütz für den Kampf. Komm, dann holen wir jetzt Psycho. Kann ich ihn mit Luftsichel? Nein. Ich brauche eh beide zum Killen. So. Und dann noch die Luftsichel drauf. Jetzt ist nur noch ein Cthulhu da. So, das Schöne ist, die sind alle drei Wind. Jetzt hat der Schock drauf. Dann packen wir noch Luftsiegel drauf. Jetzt hat er noch Frost dazu bekommen. Alter, der wird rasiert. Abwechslung. Ich kann auch mal was erreichen. Ach ja, im Übrigen, bei mir ist hier heute ein Sturm, aber ich muss ja auch mal irgendwann aufnehmen. Also nicht wundern, wenn ihr es hier im Hintergrund mal donnern hört oder den Regen hört. Kann ich auch nicht gegen machen. Ich kann nicht einfach nach draußen schreien, ey, Wolken, gib mir Ruhe. Das wird nicht funktionieren. Überlegen, was hau ich bei Hauden hoch? Eigentlich müsste ich Mana hochhauen. Ich glaube, ich hole mir die Feuerklauen. So, war ich hier links nicht schon? Nee, ich habe hier jetzt aufgemacht. Jetzt kann ich von den blauen Höhlen aus in dem Festungsdungeon. So, dann gucken wir erstmal hier unten. Und gehen wieder zurück, weil ich hier nicht weiter kann. Warum habe ich ihn eigentlich dabei? Er bringt mich jedoch überhaupt nichts. So, hier lang. Donnerritter und Cthulhus. Schade, wieder nicht das Ei. Ja. Dann kommen wir jetzt mal hier oben an den Schalter. Ich muss von hier unten, da oben aufmachen. Okay. Ich müsste eigentlich auch mal in die blauen Höhlen zurück, weil da etwas war, das man nur mit Blitz aufmachen kann und das habe ich ja jetzt.
Was seid ihr denn für Viecher? Auge des Wahns. Die sind gegen Magie an sich schwach. Aber keiner von denen ist praktisch gegen Wind. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall Magier. Na komm, dann kommt Psycho noch ins Team. Und haut erstmal Sicherheit auf alle. Immer noch Ruhm, damit alle mehr Crit machen. Und hau für diese Runde erstmal den Schild drauf. So, das war jetzt erstmal die Verteidigungsrunde. Der kann Spore. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also, wenn ich den kriege. Dann mache ich erstmal den Eissturm. Ich habe zwei Viecher und Frost verpasst. So, Blitzschlag auf den da hinten. Hab sogar Schock hinzugefügt und dann mache ich ihn sogar noch den Rüstungsbruch, damit er richtig kassiert. Jo. So, den zweiten Eissturm kann ich jetzt nicht so stark draufballern. Obwohl doch kann ich. Pam. Ich kann ihn nicht one-hitten. Ich mache erstmal Blitzhieb auf den anderen. Blitzschlag. Damit die Kombo ein bisschen stärker ist. Schade, killt ihn immer noch nicht instant. Oder doch? Es empfiehlt sich eigentlich, zuerst mit Dave den Rüstungsbruch zu verursachen. Weil dann machen die anderen an sich mehr Schaden. Okay, Eishagel oder Spektralflamme? Ich bin für den Eishagel, weil die Kombo da höher ist. Ich hoffe mal, dass ich einfach Schock drauf kriege. Oder dass ich einen Crit mache. Funktioniert auch. So, wogegen war er schwach? Gegen Eis. Beziehungsweise gegen Wasserattacken. Ja, erstmal Blitzschlag. Vielleicht kriege ich. Ja, direkt Schock gekriegt. Wir machen dann den Rüstungsbruch natürlich drauf. Als nächstes. Und hoffen, dass ich ein bisschen reinkritte. Schade, er hat genau mit so einem kleinen Witzel überlebt. Frisch den Hagel. Drei Sterne. Und wieder mal keinen von denen neu erhalten. Aber Dave hat ein Level up. Das ist ja die Hauptsache, ne? So, was nehmen wir denn? Säubern, dass ich den Buffs entfernen kann. Klingt ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich gucke hier gerade noch die anderen Techniken durch. Ich müsste hier halt auch mal aufwerten. Aber hier dieses Säubern, das klingt einfach viel zu gut. Dass der halt die Buffs einfach rausprügeln kann. Okay, da komme ich noch hoch. Ist hier irgendwas? Hier ist eine Kiste. Massentrank. Okay, so kann es offen bleiben. Hier öffnet es nur da oben.
Ist ja ein richtiges Rätsellabyrinth. Ich bin oben gerade eben gar nicht lang gelaufen. Ich wette, da oben war nur eine Kiste. Oh, nur neue Viecher. Okay, ich brauche Wind und Fernkampf. Also alles, was ich eigentlich habe. Aber ich würde trotzdem gerne erst einmal versuchen, den Eisschirm auf die zu ballern. Weil der Frosteffekt ist halt schon ein richtig guter Debuff. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Blitzschlag. Wenigstens Schock haben die bekommen. Oh nein, nicht die Schwäche. Jo, gib mir noch mehr. Die wollen Sven unbedingt tot haben. Ich muss Sven auswechseln. Den kriege ich nicht in einer Runde hochgeheilt. Dann packe ich noch Sicherheit wenigstens drauf. Und versuch's nochmal mit dem Eisschirm. Vielleicht kriege ich ja Frost auf die. Auf einen habe ich es bekommen. Auf zwei. Diese Augen, was können die denn alles? Können die wirklich jeden Element benutzen? Ist ja krass. Einmal den Flammenschlag, weil der alle trifft. Den Blitzschlag müsste ich mir eigentlich noch aufheben. Luftsichel auf ihn hier. Für die, die übrigens nicht wissen, was Frost macht, hier nochmal zum Gucken. Das macht halt, dass die weniger Mana haben. Ein recht guter Effekt. Ach komm. Als ob das kleine bisschen da noch übrig geblieben ist. Mach einfach den Flammenschlag wieder. Dann müsste er tot sein. Mann, 4 Treffer. So. Blitzschlag auf ihn hier. Ich hoffe mal auf einen Crit. Da war einer bei. Jetzt ist nur noch einer da. Okay, ich mache den Feuerball als letztes. Spektralflamme. Oh, der Feuerball bringt ihn jetzt sogar schon um. Tschüss. Nur eine Birne, aber wenigstens zwei mit einem Level up. Feuerballsturm. Macht eigentlich fast genau den gleichen Schaden. Nur halt, dass es 4 Angriffe sind. Ja, viel besser für die Kombi. So, und was hau ich bei dir drauf? Das ist jetzt nicht so dringend nötig. Das ist einfach nur, dass sich das gegenseitig hochboostet. Ist das Beste aber, was ich momentan nehmen kann. Nämlich Hybridmeisterung. Was macht die Birne? Die hatte ich bisher, glaube ich, noch nicht. Macht, dass man mehr Mana hat. Kann er eigentlich gebrauchen. Und ansonsten war jetzt nichts an dem Punkt mit drin. Hier kann ich noch hochklettern. Und hier ist ein Punkt zum Teleportieren. Boah, dieser Dungeon ist ja wirklich riesig, ne? Aber ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt für heute Feierabend. Ich weiß, die heutige Folge war jetzt nicht so extrem spannend.
Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!